Gefühlslage. Ich denke, es war ein wichtiger Test für uns, dass die Jungs, die jetzt weniger gespielt haben, mal wieder 90 Minuten bekommen haben. Und wir konnten uns von den A-Jugendlichen auch einen Eindruck verschaffen. Von daher war es, glaube ich, gegen auch einen sehr, sehr guten Gegner, ein guter Test für uns heute. Es war ja eine Vorbereitung für Samstag, das Spiel gegen Waldgemes. Ist auch eine gute Mannschaft. Und klar, jeder wollte halt mal gegen Darmstadt spielen. Das ist ja Zweit-Bundesligist, ne? Und ganz in Ordnung. Also jeder hat sich gefreut auf jeden Fall. Und ja, top. Ja, erstmal, dass wir uns, wie so eben auch erwähnt, einen Eindruck von den A-Jugendspielern machen konnten und dass unsere Jungs, denke ich, auf einem guten Level sind und dass es wirklich ein rundum gelungener Test war. Ja, ich würde sagen, eigentlich ganz in Ordnung. Ich meine, gegen Darmstadt kann man ja verlieren. Das war ja die A-Jugend von Darmstadt, aber ich meine, wir haben ein gutes Spiel gemacht, haben dann leider das letzte Tor ein bisschen ärgerlich bekommen, aber so ist halt Fußball. Klar, man denkt sich, Zweitligist, Darmstadt 98. Aber ich hatte auch so das Gefühl gehabt, dass sie mit der A-Jugend kommen werden. Und dann habe ich doch ein bisschen Hoffnung gehabt, dass wir ein gutes Ergebnis kriegen. Aber 3-1 ist ganz in Ordnung. Ja, ist immer schön, wenn man gewinnt, auch bei so einem Test. Das haben die Jungs heute auch gezeigt. Und sie haben nochmal das Spiel sehr, sehr gut angenommen. Und die A-Jugendspieler haben sich auch gut präsentiert. Und das ist immer wichtig bei solchen Spielen. Super, wenn ich ehrlich bin. Ich denke, da waren 3-4 gute Aktionen. Aber jetzt geht es halt weiter. Am Samstag ist es wichtiger natürlich. Klar, hier muss man auch ein gutes Spiel abliefern, aber wir schauen halt jetzt auf Samstag, ne? Gegen Waldgemes. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.